Was ist denn das hier eigentlich? Oh. Schönes Doppeltreppengap. Bam, bam. Oh. Ja! Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem richtig warmen Sommertag in Deutschland. Eines der am meisten nachgefragtesten Videos in letzter Zeit war ja die City Tour mit dem Downhill Bike. Ihr habt so oft Kommentare abgegeben, wo ich fahren soll. Und ich habe mich heute für Nürnberg entschieden. Ich bin in Nürnberg mit meinem Downhill Bike und wir fahren jetzt hier eine kleine, aber feine Street Tour. Und ich würde sagen, wir hören auf zu quatschen. Ich schnall die GoPro an und los geht's. Den ersten Wallride entdeckt. Mal gucken, ob es geht. Crankflip. Ist zwar hier nicht das größte Treppengap, aber ich glaube, ich gap hier mal rein. Ich nehme von hier Anlauf, ziehe die klein ab und springe da rein. Ist bloß ziemlich eng, aber wird schon gehen. Kommt niemand. Send it! Oh. Und weiter. Ihr seht die jetzt hier schon durchblitzen. Wir sind bei dem Areal von der Kaiserburg in Nürnberg. Und ich war ja schon zweimal beim Red Bull District Ride hier. Und da wurden Slopestyle-Kurse durch die Altstadt von Nürnberg gebaut. Deswegen kann ich mich an viele Sachen erinnern. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Suche nach fetten Treppengaps. Und da drüben stand der Burgtrupp zum District Ride. Von da, da rein, dann da lang, da runter, an der Kirche vorbei zum Hauptmarkt. Sick. Boah, hier könnte man so geil Highspeed runterfetzen, wenn nicht so viele Leute da wären. Ich glaube, ich kletter hier mal auf die Felsen und fahre einfach da rein. Die sind zwar nicht so riesengroß, aber macht bestimmt Bock. Ich weiß bloß noch nicht wo. Hier rein. Ja. Ich glaube hier runter und dann abziehen. Die Jungs feiern. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier kommen gleich ein paar geile Treppen. Trotzdem auf den Verkehr achten. Hier rein. Da vorne ist die Polizeiwache. Oh Mann. Fährt aber gerade los. Deswegen. Send it. Der Hauptmarkt.
Hier war beim Red Bull District Ride der Zielsprung. Ist von da oben raus und hier der Sprung. Ich schneide euch mal kurz ein Video rein. Mal den Berg hoch, weil ich denke, dass wir dort oben am meisten geile Abfahrten und Treppengaps finden, und ich hoffe, ich finde noch ein paar, wo nicht so viele Leute sind. Let's go. Oh nein. Ich habe es von Weitem gesehen, das ist ja mal so geil. Aber wie soll ich denn da wieder runterkommen? Da fahre ich voll in den Busch. Was ist denn das hier eigentlich? Oh, das hat einen scheiß Wendekreis, das Downhill. Fernwärmeübergabestation. Tiefgarage. Ich glaube, wir gehen mal wieder hoch. Ich habe jetzt noch was anderes gefunden. Hier ist ein fettes Treppengap, da kann ich auf jeden Fall reingappen. Und dann kann ich hier um die Kurve und kann dort die Treppen weiter nach unten raisen. In der Hoffnung, dass keiner kommt. 3, 2, 1, dropping in! Kaiser Wilhelm, immer rein. Ja. Treppen müssen wir noch mal, so dass keiner kommt. Jo. Ha. Weißt du, ob hier irgendwo ein paar fette Treppen sind? Also irgendwo eine Treppe? Und dann unten noch eine, so eine Doppeltreppe, dass ich von oben abspringen kann und unten drin landen. Hier um die Ecke? Ja. Ja? Einfach mal hinterfahren? Okay, danke. Ist jetzt zwar nicht das größte Gap und ich glaube, ich muss von der Straße anfahren. Von hier anfahren. Hier Bunnyhop drauf. Und einfach da stehen bleiben. Ich spring hier rein, aber ich fahre an dir vorbei. Kannst dein Fahrrad auch noch hinstellen, wenn du willst. Ich lass wo fährst du los? Ich fahre hier los und spring dann hier rein. Okay. Und du müsstest mir bloß einen Daumen nach oben geben, ob von hier unten jemand gelaufen kommt. Ach so, okay. Weil hier das sehe ich, glaube ich. Jetzt gut? Okay. Ja? Oh. Nice. Entschuldigung, wenn ich Sie erschreckt habe. Nee, ich hab das unter Kontrolle. Alles gut. Danke. Weiter geht's. Da weiter. Ich habe hier hinten noch ein paar Treppen entdeckt. Ich zeig's euch gleich. Oh, noch welche. Da sind Treppen. Und hier sind Treppen. Ich bin jetzt noch ein Stück höher gelaufen und habe noch mehr entdeckt. Also er guckt jetzt wieder, ob frei ist, ob jemand kommt oder nicht. Und ich kann definitiv von hier abziehen und hier reingappen und dann das zweite auch noch gappen. Unten muss ich bremsen, weil da kommt die Straße. Aber wir haben ein schönes Doppeltreppengap. Bam, bam. Okay, da auch. Miep, miep, miep. Das war geil, danke. Sie hat gedacht, ich war voll weiter, aber ich bin voll auf die Eisen gegangen. Aber passiert. Eine Streetline. Und Manual Cut.
Ja? Boah, Taube. Wie geht's hier lang? Verrückt. Wenn ihr wollt, dass ich das Ganze mal wieder mache, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Bei 10.000 Likes geht's in die nächste Stadt zum Streetfahren und lasst mich auf jeden Fall unten in die Kommentare wissen, wohin ich fahren soll. Skatepark am Start. Ich glaube, die feiern es nicht so, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Wir versuchen mal eine kleine Line hier in dieser Beton-Mini-Rampe. Wer sich an das Video aus Chemnitz erinnern kann, hier oben ist der Link, da habe ich mit dem Downhill-Bike einen Foodchamp gemacht. Und das habe ich seitdem nicht mehr gemacht, ist ja ziemlich untypisch für ein Downhill-Bike. Aber das probieren wir jetzt irgendwie. Tail-Tap, Foodchamp. Oh, Tail-Tap. Oh, nee. Oh, ja. Auf der anderen Seite des Skateparks gibt es jetzt noch diese Bank als Gap. Und ich würde sagen, als Abschlussmove von der Street Tour mache ich noch einen richtig fetten Suicide No hinter raus. Und dann ist fini. Also das war's von der Street Tour in Nürnberg auf dem Downhill Bike. Wen es interessiert, das ist ein Rose Soulfire 3, weil ja immer die Fragen kommen, was das für ein Bike ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, abonniert den Channel, wenn euch das Video gefallen hat. Liked, wenn ihr wieder so eine Street Tour sehen wollt, und sagt mir in den Kommentaren, wohin. Und zur Info, wir haben auch neuen Merch am Start, wie das Live Short Standard Longsleeve in Weiß, perfekt für den Sommer. Danke fürs Zuschauen, haut rein, ihr seid die Geilsten. Peace!